So, willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3. Wir spielen immer noch unser Island-Let's Play, obwohl wir nicht mehr Herrscher von Island sind. Aber diesen Umstand werden wir sicherlich auch in Zukunft mal wieder begradigen. Aktuell haben wir aber erstmal einen Krieg an der Backe. Und zwar gegen die Dame hier, die hier im Königreich von Norwegen ansässig ist. Sie hat hier ein paar ordentliche Verbündete rangeholt und möchte jetzt hier gegen uns Krieg führen. Ich weiß gar nicht, worum es überhaupt geht. Eine Grafschaft, okay, wenn wir das verlieren, wäre es auch nicht so tragisch, wir würden die Grafschaft hier verlieren. Aber ich bin niemand, der gerne verliert und deswegen werden wir auch versuchen, das zu verhindern. Und ich habe mir da Folgendes überlegt. Sie hat zwar Verbündete, aber die brauchen ein bisschen, bis sie hier sind. Zumindest ein paar davon. Ich weiß jetzt nicht, wer hier alles so genau mit drin hängt. Gut, hier, die sind natürlich relativ nah dran. Aber hier, West Reading ist relativ weit weg. Die kommt von hier oben. Und Poe ist es auch irgendwo in Irland, glaube ich, oder sowas. Irgendwo Poe ist es irgendwo hinten gewesen oder sowas. Auf jeden Fall auch irgendwo in Britannien. Das heißt, bis die hier sind, dauert es ein bisschen. Und ich erhoffe mir jetzt überfallartig, wobei ich sehe Festungsstufe 9. Das wird dann mit Überfall schon mal schwierig. Sogar ein Sondergebäude, wer war das denn? Cool. Aber das wird dann mit dem Überfall dann vielleicht doch schwierig. Das müssen wir dann mal schauen. Vielleicht klappt es, wir versuchen das mal. Heben unsere Truppen hier mal aus. Gut, es treten gleich diverse Verbündete bei. Dann werde ich da auch mal meinen Bruder, ist das unser Bruder überhaupt? Nein, unseren Neffen werden wir mal in den Krieg mit reinrufen als erstes. Schau mal das Kräfteverhältnis. 13.000. Hui. Das ist eine Ansage. Aber die gute Dame hat hier mehrere Kriege am Laufen, wie es aussieht. Die Gräfin Aslück. Oder? Gegen wen kämpft sie denn da gerade? Bergslagen? Was habt ihr denn mit Bergslagen? Da gehört Bergslagen zu uns? Wahrscheinlich, ne? Okay, also scheint hier irgendwie ein Vasall von uns jetzt auch noch mitzumischen. North Reading wird belagert, okay. Ist das schon tatsächlich 6000 Mann hier versammelt, die gute. Wir schauen mal, ob wir ihren Hauptsitz belagert kriegen. Ob es da eine realistische Chance für gibt. Ich meine, sie geht ja erstmal weg hier mit den Truppen. Er belagert hier oben. Aber es gehört ja gar nicht. Achso, er führt hier seinen eigenen Krieg sogar noch, der Verbündete. Also der zählt schon mal gar nicht. Und wir bräuchten hier 2 Jahre, um das zu belagern. Stadt haben wir hier. Gut, wir haben Verbündete im Anmarsch und Vasallen, die hier gegen uns in die Schlacht ziehen wollen. Er bringt leider keine Katapulte mit, die wären natürlich jetzt Gold wert. Jetzt kommt es hier erstmal gleich zur Schlacht auf jeden Fall. Was die Belagerung fürs Erste unterbrechen tut. Schlacht ist zwar gewonnen, aber naja. So, wir kommen hier mittlerweile sogar auf 65 Kontrolle. Da können wir wieder ein bisschen steuern mit. Ist schon mal ganz gut. 19 Monate dauert das Ganze. Während hier 9000 Mann in unser Land einmarschieren. Ist natürlich nicht so schön. Hier sind aber noch ein paar unterwegs. Was für Truppen sind hier mit bei? Natürlich relativ viel Kriegsvolk. Man könnte jetzt versuchen, die abzufangen, um Kriegspunkte für den Weißen Frieden zu generieren. Andererseits halten wir ja das Kriegsziel, von daher würde ich fast schon sagen, wir ziehen die Belagerungsgeschichte hier erstmal durch. Wobei sie jetzt wieder hier hinkommen. Entweder wollen sie jetzt von hinten in das Kriegsziel einfallen oder sie hauen es gleich direkt auf den Sack hier. Belagern jetzt hier. Können wir vielleicht Truppen abspalten von denen, dass wir sie einzeln erwischen? Das wäre sehr praktisch.
Wahrscheinlich gehen die 1000 hier nur hin, um das Ganze zu decken. Und jetzt haben wir auch hier gleich ein Problem, dass hier 2500 Mann kommen, die eigentlich Vasallen sind sogar nur. Mischen sich hier trotzdem ein und das gibt leider nicht mal Kriegspunkte, wenn wir die Schlacht gewinnen. Und da steht auch noch in den Sternen, ob wir die gewinnen. Aber es sieht, die Tendenz sieht erstmal ganz gut aus. Wird uns aber ein paar Soldaten kosten natürlich. Und das ist nicht so schön. Aber gut, wir gewinnen das immerhin. Auch wenn es leider keine Kriegspunkte gibt. Nein, Prestige. Ja, schade. 13 Monate brauchen wir hier. Der ist hier wesentlich schneller mit belagern, aber es geht, glaube ich, gar nicht hier rum, sondern um diese Grafschaft. Und die belagert er noch nicht. Da ist die Festung auch ein bisschen besser ausgebaut. Von daher bin ich da erstmal optimistisch. So, wir können hier eine Wahl jagen, den wir wahrscheinlich nicht kriegen. Oder wir heuern Leute an dafür und kriegen trotzdem noch was. Das machen wir. 50 Gold nehmen wir mit. Aufgabe erledigt, sehe ich gerade. Okay, wir haben irgendwas bekehrt. Genau, hier unten hatten wir die Bekehrung ja am Laufen. Und wo ist jetzt was noch nicht bekehrt? Nur noch hier oben. Wer herrscht denn hier? Er herrscht. Aber er ist schon nordchristlich. Er wird sich darum kümmern, denke ich mal. Und er hier, er ist katholisch. Was ist eine Frechheit. Dann wird er auch noch nordchristlich gemacht. Und dann sind alle happy, denke ich mal. Dann sind erstmal alle nordchristlich. Und dann wird das Stück für Stück bekehrt werden können. So. Hat der Fraktion eigentlich gegen uns? Haben wir nicht. Sehr gut. Sehr gut. Dann ziehen wir hier mit der Belagerung durch. Wir könnten die Festung stürmen. 140 Mann pro Tag kostet uns das, aber 11,4 Punkte Fortschritt pro Tag. Das ist natürlich eine ordentliche Sache. 11,4. Die sind ja auch noch beschäftigt. Wenn wir jetzt alles darauf setzen, die Hauptstadt zu nehmen, wir machen das mal. 35 Tage. Ja, da kommen wir natürlich jetzt richtig fix rein in die Hauptstadt. Wie lange brauchen die hier noch? 3 Monate. Ja. Wir setzen da jetzt mal alles auf eine Karte. So, ich wollte zu den Vasallen. Und mal schauen, wie die mir so gegenüber gestimmt sind. Mittlerweile sogar ganz gut. Das freut mich. So, der Rhinor ist, geht so. Der kann uns nicht so leiden, aber das ist auch in Ordnung. Unser Erbe hat es noch immer nicht geschafft, ein Kind zu zeugen. Langsam mache ich mir da ein bisschen Sorgen. So. Gehen wir gleich durch. Mit Glück kriegen wir jetzt einen Erben oder sowas gefangen. Wenn wir den gefangen nehmen, dann ist dieser Krieg eigentlich durch. Vielleicht reicht es auch so schon für den Weißen Krieg. Wir werden es gleich feststellen. So. Belagerung gewonnen, 56 Gold, 26% reicht nicht für den Weißen Frieden. Es fehlen 4 Punkte. Eine Forderung erzwingen wir natürlich noch schön Geld oben drauf kriegen. Aber dafür müssen wir natürlich auf 100% kommen und das wird definitiv schwierig. Ist auch Festungsstufe 5. Festungsstufe 4 ohne Katapulte. Schwierige Sache. Wir können auch hier nicht gegen die Schlacht ziehen, wobei hier wieder Truppen abziehen, aber die, ja, die stehen halt ja alle drumherum außen. Tja. Das Kriegsziel ist ja noch unseres, von daher würde ich jetzt mal versuchen, hier einfach die nächste Stadt irgendwie zu erobern. Vielleicht bringt uns das ein wenig weiter. Ein Rätselspiel. So, warum Rätsel? Weil ein Rätsel sind in den Kreisen der norwegischen... Ach, egal. Ein Milizzeitvertreib. Zwei oder mehr Spieler tauschen zunehmend schwieriger zu knackende Rätsel aus, die oft in Reimform vorgetragen werden und vor Allegorien oder mythologischen Anspielungen strotzen. Bin ich der Einzige, der gerade die Smergol und Bilbo-Szene aus dem Hobbit im Kopf hat? Na egal. So, genau. Ja. Unsere Nichte möchte mit uns rätseln. Könnten da. Bisschen was machen. Sprachkunst will man wahrscheinlich verlieren.
Bücher gelesen, würden wir auf jeden Fall gewinnen. Können Aslück einkerkern. Oder wir gehen einfach. Was machst du mit den Büchern? 99%ige Chance. Das geht schon. Da habe ich schon Schlechteres gesehen. So, und langsam würde ich mir mal ein paar Punkte fürs Kriegsziel wünschen. Wir sind natürlich noch bei plus 14. Natürlich 30 dafür. Langer Krieg plus 4 zählt natürlich schon mit rein, aber wir kriegen noch keine Punkte, weil wir das Kriegsziel kontrollieren. Das ist natürlich hier. Finde ich ein bisschen schade, aber gut, wir belagern hier erstmal weiter. Und das geht sogar relativ schnell voran. Wir haben ein Geheimnis aufgedeckt. Ich nehme es erstmal mit, wobei wir hier vielleicht sogar noch aus diesen Geheimnissen. Na, wobei, scheinbar nicht. Was haben wir denn für Druckmittel? Sind alles unsere Kinder hier? Nee, Nichte und was weiß ich wer alles. Alles irgendwie Familie hier, alles unsere Dynastie. Frodi. Sohn von Prinz Frodi. Ist der Sohn unseres Neffen, aber der ist landlos. Da kriegen wir kein Geld oder sowas rausgepresst. So, plus 13. Angreifer kontrolliert. Hat er doch die Grafschaft hier, die er erobert? Bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer? Tatsache, das ist das Kriegsziel und nicht das hier. Ah, verdammt. Das ist wirklich schlecht für uns. Vielleicht wird es mit der Belagerung hier besser, mit der wir erstaunlich schnell vorankommen, muss ich sagen. Wir belagern hier ihre Hauptstadt zurück. Ja, hoffentlich wird es hier das Ganze gelingen. Echt toll, dass wir so schnell durchgegangen mit der Festung. So, 60%. Oh, das ist gut. Das reicht auf jeden Fall für den Weißen Frieden. Aber für die Forderung natürlich nicht. Ja, wo haben wir denn so viele Punkte bekommen gerade raus? Weil wir das Ding hier erobert haben. Was wäre, wenn wir das hier erobern? Hätten wir eine volle Besetzung, theoretisch. Okay. Ich versuche mal, das noch mitzunehmen. Wenn die mir aber zu nahe kommen, dann werde ich den Weißen Frieden reinhauen. Aber ich versuche das noch zu erobern, dann hätten wir theoretisch eine volle Besetzung und damit 100% Kriegspunkte. So, unsere Truppen machen sich hier auf den Weg. Komm, bewegt euch weg hier. Sie kommen näher. Oh, die sind schon weg, sehr schön. Die auch, okay, unsere Truppen sind erstmal abgerückt. Ja, und die erobern hier zurück. Wir bräuchten 12 Monate, die nur noch 30 Tage, das heißt, wir machen Weißer Frieden. Riskieren das jetzt nicht. Wir machen den Weißen Frieden, beenden das Ganze hier. Und sind erstmal soweit happy, kriegen auch 16 Gold mittlerweile wieder, das ist gut. Langsam gehen unsere Steuern wieder nach oben. Es gibt wieder eine Fraktion gegen uns. Hoffen wir auch nicht. Ist ja immer so. Haben wir wen eingekerkert? Nee, wir haben ihn hier im Kerker. Aha, der ist verlobt mit der guten Dame, gegen die wir gerade gekämpft haben. Wir haben ihren Verlobten, der gerade mal 14 ist, während sie 63 ist. Na gut, vielleicht will sie den ja wieder haben. Vielleicht können wir da noch Geld rausholen. So, wir können hier Leute rekrutieren, wie es scheint. Oder Geld mitnehmen. Die Huskale haben wir ja schon mal angeheuert. Die werden dann gleich mit unserem Ableben wieder entfernt. Und da wir ja schon ein bisschen älter sind, nämlich 65, macht es glaube ich keinen Sinn, die anzuheuern. Wir stecken die 140 ein, indem wir den Bierpreis verdoppeln. Und somit können wir dann zumindest vielleicht unserem Erben ein Kaiserreich ohne Schulden hinterlassen. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Und so wie es aussieht, muss unser Erbe sich bald erstmal scheiden lassen. So, unsere Gemahlin ist gestorben. Da könnten wir mal schauen, ob wir da vielleicht nochmal nachlegen. Wir schauen mal nach. Unfruchtbar ist natürlich erstmal eine gute Sache, weil wir keine weiteren Thronfolger haben, die irgendwelche Ansprüche hier durchsetzen wollen.
Vielleicht ja mit viel Verwaltung. Da könnten wir noch ein bisschen Geld rausziehen. Hier, das ist ja ganz gut. 23 Punkte. Bündnis mit Messenien. Vielleicht doch lieber sie hier. Zwar ein Punkt weniger, wir haben nicht ein Bündnis also aufgezwungen kriegen. Und sie hätte sogar noch Ansprüche. Aber die ist schon zu alt. Wir versuchen es hier mit der Iona. Und da könnten wir dann, glaube ich, sogar noch ein bisschen Geld aus der Hochzeit mit abzweigen. Wäre auch nicht schlecht. Ja, scheinbar ist dem nicht so. Schade. Aber wir kriegen ja wieder Steuereinnahmen halbwegs. Es geht nach oben, bald haben wir auch wieder Kriegsfolgen, dann sind wir auch wieder bedeutend stärker. Das sind doch erstmal gute Nachrichten. So, wir haben die Leute wieder beeinflusst. Ja, unsere Vasallen mögen uns eigentlich jetzt alle. Ist die Frage, was wir wen oder was wir jetzt beeinflussen. Natürlich Island zurückhaben. Vielleicht könnten wir aber... Ja, ihn können wir nicht vasallieren, aber ich werde ihn beeinflussen. Vielleicht können wir ihn dann noch vasallieren, bevor wir von dieser Welt verschwinden. So, Ratspitzel hat ein Geheimnis. Unsere Tochter ist ungläubig, das macht aber nichts. Es sei denn, wir kriegen da Geld raus. Nö, ja, da war kein Geld. Aber ich lasse das gleich mal bleiben. Anspruch auf Grafschaft von Tschernobyl. Ne, Tschernobyl brauche ich nicht unbedingt. Ist ein bisschen weit weg von unserem Reich. Der Kriegerorden wurde wieder angeworben. Wir haben einen Vorzug wieder hier. Was haben wir denn hier? Untertanenerpressung, Kriegsgewinner, Gewinnler. Kriegsgewinnler, okay. Aufgebot, Verstärkungsrate, Entwicklungszuwachs im Reichssitz. Das ist gut, da machen wir weiter. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwie ein bisschen was raus, bevor wir sterben. Es gibt eine Fraktion. Okay. Ja, noch können wir Kent. Er ist sowieso im Krieg erst. Schade. Egal, wir lassen mal weiterlaufen. Wir sind schon nur noch zweistellig verschuldet. Leute wurde in der Schlacht erschlagen. Aufgabe erledigt. Ah, die Kontrolle ist wiederhergestellt. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt mal direkt hier drunter weitermachen. Und wir sind nicht mehr verschuldet. Allerdings gibt natürlich dafür unsere Einnahmen gleich wieder in den Keller. Denn unser Kriegsvolk wird wieder aufgefüllt. Hui, das ist schön, wieder hier oben große Zahlen stehen zu haben. War immer noch ebenbürtig mit Island. Aber mal schauen. So, ihn haben wir weiter beeinflusst und jetzt können wir ihn auch vasallieren. Sehr schön, damit gehört Kent auch zu Britannien. Und damit haben wir jetzt, wenn wir Island zurück... Ach nee, die Bretagne fehlt noch. Ich nehme alles zurück. Die Bretagne fehlt noch. Aber wir haben schon mal den Großteil unter unserem Banner vereint, sobald wir Island zurück haben. So, und wir werden hier... sie mag uns ja doch mittlerweile, mag sie uns. Okay, dann warne ich sie. Dafür verliert er und er, aber das sind Ritter. Okay, das macht nichts. Die können ruhig Mahnung verlieren. Das ist nicht so dramatisch. So, ihn brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr beeinflussen jetzt. Das ist recht unspannend. Vielleicht könnten wir uns hier bei den Leuten von Aalborg Freunde machen. Nee, die sind da nicht so überzeugt von. Hier vielleicht. Anderer Glauben. Der Kent war schon nordchristlich. Das sind die natürlich nicht. Die sind aber alle nordchristlich hier und die gehören nicht. Die sind alle nordchristlich? Hui.
Und die gehören nicht zu Island. Ostfalen zum Beispiel ist nordfristlich. Ist aber fern von unserem Reich. Gut, dann werden wir da erstmal nicht beeinflussen. Schauen wir mal in die Vasallen rein. Ihn hier können wir jetzt beeinflussen. Dann machen wir das weiter. Und dann würde ich sagen, soll es das für die heutige Folge auch erstmal wieder gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Schreibt euer Feedback in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und in dem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Palamon vom Team React.